Zum Abschluss der englischen Woche steht morgen die 9. Runde der Tipico Bundesliga an. Wir spielen gegen den WRC um 18.30 Uhr in der Merkur Arena. Bei mir begrüßen darf ich Cheftrainer Franco Foda, Marc-André Schmerbeck und unseren Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich, der zum Thema Damen Champions League einige erfreuliche Neuigkeiten hat. Bitte, Thomas. Danke. Nach dem guten zweiten Platz in der Liga haben sich ja unsere Damen heuer für die UEFA Champions League qualifiziert. Und damit ist der SK Sturm auch der erste Bundesligist, der sich in der Historie sowohl bei den Herren als auch bei den Damen für die UEFA Champions League qualifiziert hat. Das erste Heimspiel wird am Mittwoch, 5. Oktober stattfinden. Anpfiff ist um 18 Uhr und wir spielen in der Merkur Arena. Wir haben uns auch schon festgelegt, was den Ticketpreis betrifft. 10 Euro das Tribünenticket und für alle Abonnenten wird der Eintritt aber frei sein. Ich würde nur darum bitten, dass die Abonnenten trotzdem eben ein Tagesticket lösen und die Tickets sind in gewohnter Manier bei allen Ö-Ticketstellen verfügbar, online und natürlich auch bei uns in der Girardi-Gasse. Die Damen spielen übrigens gegen den FC Zürich. Und es ist auch sehr erfreulich, die Medien sind auch sehr interessiert daran. Es werden beide Spiele, sowohl das Heimspiel als auch das Auswärtsspiel, live auf ORF Sport Plus übertragen. Und wenn Sie davor noch ein Live-Spiel unserer Damen eben sehen wollen, dann lade ich Sie ein, nach Messendorf zu kommen. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr ist Ankick und die Damen spielen gegen die Union Klein München. So viel jetzt mal von meiner Seite. Kommen wir zum morgigen Spiel. Morgen werden einige Legenden zu Gast sein. Es hat zwei Gründe. Einerseits 1966, der Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse. Seit 50 Jahren sind wir dort jetzt durchgehend vertreten. Außerdem 1980-81 der Vizemeistertitel. Kann sich noch jeder erinnern, in der letzten Runde den Meistertitel verspielt. Da werden einige Legenden bei uns im Stadion sein und auch ein Programm dazu geboten werden. Zum Ticketverkauf, es wurden 10.500 Tickets mittlerweile abgesetzt. Weitere Eintrittskarten sind an den gewohnten Vorverkaufsstellen erhältlich. Außerdem auch für jedes Toto-Ticket oder jeden Toto-Schein gibt es eine Eintrittskarte. 250 Karten sind da verfügbar, erhältlich in der Girardi-Gasse oder im Vorfeld an den Außenkassen im Stadion. Franco, morgen wieder ein Heimspiel. Ich nehme an, wir wollen unsere Heimstärke prolongieren. 10 Spiele in Folge unbesiegt in der eigenen Arena. Ja, ist klar. Wir freuen uns wie immer auf die Heimspiele. Gerade vor unseren tollen Fans haben sie gerade in den letzten Spielen eindrucksvoll gezeigt und auch bewiesen, dass wir tolle Fans haben. Und wir wollen morgen auch wieder unseren Fans einen schnellen, intensiven und vor allen Dingen leidenschaftlichen Fußball bieten. Marc, für dich ein besonderes Spiel gegen den WRC. Einerseits sind sehr viele ehemalige Sturmspieler dort vertreten, andererseits hast du das letzte Jahr dort verbracht. Ein besonderes Gefühl für dich, dort gegen diesen Gegner zu spielen? Ja, es ist ja ein besonderes Spiel. Ich freue mich natürlich, alle wiederzusehen, aber am Platz gibt es natürlich keine Freundschaft und wir versuchen uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren und natürlich wollen wir 3 Punkte holen. Bitte um eure Fragen an die 3. Trainer, ist da ethisch ein Thema für die Startelf oder ist noch zu früh? Nein, ist absolut zu früh. Ich habe ihn ja in Bad Wimsbach mit in den Kader genommen, weil wir ja doch einige Probleme hatten. Es sind ja einige Spiele ausgefallen. Und es war nochmal die Gelegenheit, er hat vorher ja nur zweimal mit der Mannschaft trainiert, aber es war die Gelegenheit, in so einem Spiel ihn da auch nochmal zu bringen unter Wettkampfbedingungen. Aber er wird morgen von Anfang an kein Thema sein. Ob er im Kader ist, das werde ich dann morgen entscheiden. Weitere Fragen? Aufgrund der vielen Ausfälle und Erkrankungen in der letzten Woche, bist du weiter gezwungen zu operieren oder sind schon einige wieder am Weg zurück? Nein, also Sascha ist nach wie vor krank. Er wird nicht nur diese Woche ausfahren, sondern auch nächste Woche noch. Ihn hat es wohl etwas schwieriger erwischt. Und Simon Piesinger hat Probleme mit der Patellasehne. Zulechner hat Probleme mit den Adduktoren. Das sind Spieler, die morgen mal definitiv ausfallen.
Urosch ist, hat wieder mittrainiert mit der Mannschaft, ist nach wie vor aber noch verkühlt. Hoffe, dass er dann morgen spielen kann. Aber ansonsten sind alle Mann an Bord, alle einsatzfähig. Und habe immer gesagt, ja, vor letzter Woche haben wir noch immer gesagt, wir haben überhaupt keine Verletzungen. Aber im Laufe einer Saison gibt es eben jetzt auch gerade aufgrund auch der Wetterveränderung gibt es dann auch mal Krankheiten, verletzungsbedingte Ausfälle. Und insofern ist es immer wichtig, dass man auf alle Spieler baut, aber zu allen Spielern Vertrauen. Das haben sie auch im Cup gezeigt. Und wir haben nach wie vor eine gute und schlagkräftige Truppe, die morgen auch in der Lage ist, gegen den WAC zu Hause zu gewinnen. Was macht den WAC so unangenehm oder worauf verlässt man? Ja, in der Liga gibt es keine leichten Spiele. Ja, das hat sich gegenüber dem letzten Jahr nicht verändert. Und der WAC hat auch in Salzburg unentschieden gespielt. Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Haben eine eingespielte Mannschaft, haben auch gute Spieler dazu bekommen, auch mit Offenbach und Klemm, die ja von uns zum WAC gewechselt sind. Also ist auch eine sehr homogene Mannschaft, die in der Defensive auch sehr gut und kompakt steht, gutes Umschaltspiel hat. Also da erwartet uns keine leichte Aufgabe. Aber wie gesagt, ich bin zu Hause. Wir sind Tabellenführer. Diese Tabellenführung wollen wir auch verteidigen. Benötigt morgen wieder eine Energieleistung von uns. Ja, jeder muss wieder am Limit spielen. Jeder muss an seine Schmerzgrenzen gehen. Aber ich bin guten Mutes. Die Mannschaft hat sich gut präsentiert, auch die Woche. Wir haben zwar jetzt nur 2 Tage Vorbereitung auf den nächsten Gegner, aber gerade im technisch-taktischen Bereich haben wir in den letzten Wochen gut gearbeitet. Und ich glaube, die Mannschaft wird da morgen ein gutes Spiel an den Tag legen. Frage zu dir, war dein Ausflug zum WAC in der letzten Saison für dich erfolgreich und war das ein Schub für deine Karriere? Ja, ich glaube, dass es für mich sicher der richtige Schritt war und auch für meine Entwicklung eben das Richtige. Ich habe dort viel Spielpraxis sammeln können, habe glaube ich auch nicht so schlecht gespielt dort und deswegen glaube ich, dass das hier das Richtige war. Welche Info gibt es für einen Trainer vom WAC-Spiel? Bis jetzt noch nicht gefragt. Gibt es noch eine Frage? Wenn Sie es vergleichen, die Stimmung vor einem Jahr, die Stimmung jetzt, aktuell Tabellenführer, die Fans kommen wieder ins Stadion, was hat sich vom Gefühl her für Sie alles verändert? Momentan? Für mich persönlich oder für die Mannschaft oder für den Verein? Vielleicht sowohl als auch. Ja, es ist doch immer so im Fußball. Fußball ist schon ein Stück weit auch erfolgsabhängig und diese Saison sind wir sehr, sehr gut reingestartet, haben gerade gegen Top-Mannschaften zu Hause sehr, sehr gut gespielt, auch verdient die Spiele gewonnen, die Mannschaft hat gute Leistungen abgerufen und dadurch ist auch eine gewisse Euphorie entstanden. Im letzten Jahr sind wir am Anfang der Saison eigentlich auch relativ gut in die Saison gestartet. Ja, wir haben damals ja, glaube ich, 2 Siege, 3 Unentschieden, wenn ich mich gut erinnern kann, mit 9 Punkten. Das 5. Spiel war zu Hause gegen Rapid, wo wir 2-0 geführt haben, haben dann noch 2-2 gespielt. Also hätten wir das Spiel gewonnen, hätten wir vielleicht ähnliche Situationen gehabt wie in diesem Jahr, aber das war nicht der Fall. Und hatten halt im letzten Jahr aber auch viele Probleme, ja, viele, viele Verletzungsprobleme, wichtige Abgänge im Januar. Und dadurch waren wir dann nicht so positioniert, wie wir uns das vielleicht alle erhofft haben. Und dadurch war auch die Stimmung nicht so, wie sie vielleicht hätte sein können. Und in diesem Jahr hat sich das eben verändert. Ja, durch gute Leistungen, durch Erfolge. Wir sind Tabellenführer. Mannschaft spielt einen guten Ball. In jedem Spiel geht sie an ihre Grenzen. Spielt mit viel Leidenschaft, mit viel Begeisterung. Gibt nie auf. Ist immer gewillt, ein Spiel zu gewinnen. Und das sind die Dinge, die sich dann auch gegenüber dem letzten Jahr verändert haben. Spezielle Herausforderung jetzt auch an Sie als Trainer, das Feuer in dieser Intensität lodern zu lassen? Oder geht das absolut so leicht von der Hand, dass man da gar nicht viel tun muss? Als Trainer hast du jeden Tag eine Herausforderung. Das war auch im letzten Jahr so. Wir hatten eine schwierige Phase. Auch vor dem Grödig-Spiel, hätten wir das nicht gewonnen, wären wir vielleicht weiter nach unten reingerutscht. Und da ist uns aber ein Sieg gelungen. Und insofern hast du als Trainer immer neue Herausforderungen. Ja? Immer wieder
die Mannschaft auf dem Top-Level zu halten, sie immer wieder zu pushen, immer wieder die richtigen Leute aufzustellen, alle bei Laune zu halten. Klar, jetzt sind wir in der Situation, jetzt sind wir die Gejagten. Ja, ich sage immer, oben wird die Luft immer dünner, aber die Luft oben ist aber auch schön. Ja, es ist besser, oben zu stehen als unten. Und, aber ist auch immer wieder auch eine Herausforderung für die Spieler, sich jede Woche neu zu beweisen. Und das haben sie, glaube ich, auch in der letzten Woche gegen die Admira. Das ist ja dann oft so, ja, spielt zu Hause gutes Spiel gegen Rapid Wien. Und dann ist es oft dann der Klassiker, dass du dann gegen eine Mannschaft, die vielleicht angeschlagen ist, dann nicht gewinnst. Aber das hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch mit dieser Situation zurechtkommt, dass sie auch der Situation gewachsen ist. Und das ist eigentlich gut, das ist positiv. Und, ja, und so wollen wir morgen auch das Spiel gegen den WHC angehen. Ob wir es gewinnen, weiß ich nicht. Aber wir gehen immer mit dem Ziel rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und wir haben die Qualität. Und gerade mit dem Publikum im Rücken morgen wird es ein gutes Spiel. Ich habe in den letzten zwei Jahren von Ihnen in anderen Zeiten oft gehört, die Tabelle lügt nicht. Ja, das ist nach wie vor auch so. Sie lügt nicht, ja. Wir sind im Moment zu Recht Erster. Ja, nach 8 Spieltagen, weil wir die meisten Punkte geholt haben, weil wir uns gut präsentiert haben. Aber es ist halt nur eine Momentaufnahme. Ja. Es gibt noch viele Runden zu absolvieren. Aber trotz allem war der Start nach dem Umbruch extrem wichtig, dass wir gut reingestartet sind, weil sonst läufst du der Musik immer hinterher. Und das ist schlecht im Fußball. Jetzt bist du vorne dabei, hast dich vorne stabilisiert. Und, aber wie gesagt, die nächsten Aufgaben, die warten auf uns und da müssen wir wieder Farbe bekennen. Der Umbruch ist anscheinend gelungen. Es ist ein neuer Geschäftsführer Sport, ein neuer Geschäftsführer Wirtschaft. Die Spieler haben Verträge auf 1, 2, 3 Jahre. Nur ein Vertrag fehlt noch. Wurde mit Ihnen schon gesprochen oder wurde mit dir schon gesprochen über den Vertrag? Nein, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Jeder weiß ja, dass ich gern bei Sturm bin und habe auch immer betont, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde bis in das nächste Jahr. Und daran hat sich auch nichts geändert. Gespräche hat auch keine Nein. Gibt es noch eine Frage zum morgigen Spiel oder zum Damenspiel? Wenn nicht, dann noch die Information: heute um 19 Uhr die Amateure in Karlsdorf und am Sonntag die Damen in der Bundesliga zu Hause gegen Klein München um 14 Uhr im Trainingszentrum. Die freuen sich über einen Besuch. Und morgen um 18.30 Uhr, wie gesagt, das Spiel gegen den WRC. Dankeschön fürs Kommen, alles Gute für morgen. Danke.